Ja, hallo allerseits. Heute geht es um Eigenschaften und besondere Punkte von Funktionen. Insbesondere um Hochpunkte, Tiefpunkte und Wendepunkte sowie um Sattelpunkte von Funktionen. Wenn man jetzt mit Hilfe einer Funktion einen Zusammenhang beschreibt, der wirklich auch eine Bedeutung hat, wie zum Beispiel die Gewinnprognose in einer betriebswirtschaftlichen Rechnung oder die Infiziertenzahl beim Krankheitsverlauf, dann sind das Punkte, die für die Beurteilung der Situation besonders wichtig sind. Also wann ist der Gewinn maximal? Wann ändert sich das Steigungsverhalten der Infiziertenzahl von wachsend zu weniger stark wachsend? Ja, und solche Fragen, die kann man mit Hilfe dieser besonderen Punkte beantworten. Ja, also gucken wir uns erstmal den Verlauf zu einer Funktion an. Hier haben wir die Funktion f skizziert in einem Koordinatensystem. Und was wir ja wissen, ist, was die Ableitung einer Funktion bedeutet. Die Ableitung einer Funktion ist ja die Steigung der Tangente. Und wenn ich mir das zum Beispiel mal hier an so einer Beispielstelle angucke, dann würde ich hier feststellen, die Steigung der Tangente ist negativ. Das bedeutet, die Funktion fällt. Dass die Funktion fallend ist, das nennt man das Monotonieverhalten. Monotonieverhalten. Also die Funktion ist monoton fallend überall in diesem Bereich bis zu einem Punkt, sagen wir mal x1. Da fällt sie jetzt nicht mehr, sondern danach steigt sie. Bis zu einem anderen Punkt, sagen wir x2, dann fällt sie wieder. Bis zu einem Punkt x3 und danach steigt sie wieder. So, wir haben ja jetzt schon herausgefunden, hier wo die Funktion fallend ist, da ist die Tangente fallend, das heißt die erste Ableitung ist für alle x in diesem Bereich kleiner als 0. Hier ist die erste Ableitung für alle x in diesem Bereich größer als 0, weil ja hier, sagen wir mal, wenn wir uns irgendein x rausnehmen, dann würden wir eine Tangente mit einer positiven Steigung dran zeichnen können. Hier wäre die Steigung also positiv. Ja, das würde so funktionieren bis zu diesem Bereich. Hier ist dann die Ableitung für alle x in diesem Intervall wieder kleiner als 0. Die Funktion fällt. Also hier fallend, hier steigend. Okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Funktion sich gewissermaßen vernünftig verhält, also keine Sprünge hat oder Knicks oder so, sondern schön glatt verläuft. Und wenn wir das auch für die Ableitung fordern, dann können wir jetzt Folgendes schließen. Wenn also die Ableitung der Funktion in diesem Bereich hier negativ ist und danach positiv, dann muss sie genau dazwischen einmal, nämlich an dem Punkt x1, gleich 0 gewesen sein. Genauso können wir hier an dieser Stelle argumentieren. Hier war die erste Ableitung, da fehlt ein Strich, die erste Ableitung also positiv, danach ist sie negativ. Wenn sie stetig ist, also keine Sprünge macht, dann muss die erste Ableitung an dem Punkt, wo sich das Vorzeichen verändert, nämlich bei x2, gerade gleich 0 sein. Und das Gleiche kann ich dann auch für x
3 schließen. Okay, also, wir stellen also fest, wenn wir entlang der x-Achse laufen und feststellen, dass die Funktion erst fällt und dann steigt, dann hat sie dazwischen einen Tiefpunkt. Das Vorzeichen der ersten Ableitung wechselt also von Minus nach Plus. Wenn hingegen das Vorzeichen von Plus nach Minus wechselt, dann haben wir einen Hochpunkt. Das Vorzeichen wechselt von Plus nach Minus. Ja, daran erkennt man einen Hochpunkt. Wir halten also fest, Hochpunkte und Tiefpunkte, das sind die sogenannten Extrempunkte einer Funktion, erkennt man daran, dass die erste Ableitung eine Nullstelle hat und das Vorzeichen wechselt in dieser Nullstelle. Die Bedeutung dieses Zusatzes werden wir uns gleich nochmal angucken. So, schauen wir uns jetzt mal noch eine weitere Eigenschaft an von Funktionen, nämlich ihre Krümmung. Ja, ich gehe mal eine Seite weiter. Krümmung einer Funktion, was stellen wir uns darunter vor? Angenommen, wir haben eine Gerade, also eine lineare Funktion. Was würde das bedeuten? Diese Funktion hat natürlich eine bestimmte Steigung, aber die Steigung ist überall gleich, weil es ist ja eine Gerade. Das heißt, wenn f linear ist, dann ist die erste Ableitung konstant. Ja, sie hat einen bestimmten Wert, aber dieser Wert ist überall gleich. Das ist eben die Steigung der Funktion. Ja, sie ist sozusagen mit ihrer Tangente identisch. Aber jetzt könnte es natürlich sein, dass es eine Funktion gibt, die sich anders verhält, die also, ja, bei der sich die Steigung verändert. Ich male hier jetzt mal ein Beispiel rein. Ja, diese Funktion g. Diese Funktion g, die hat am Anfang, soll die so eine Steigung haben wie die Funktion f, aber dann wird die Steigung geringer. Ja, also bei g ist es so, dass g' kleiner wird. Ja, hat also am Anfang einen größeren Wert und wird dann immer kleiner. Das bedeutet, dass die Funktion rechts gekrümmt ist. Und diese Veränderung der ersten Ableitung, also der Steigung, die kann ich jetzt wieder mit der Änderungsrate beschreiben. Das heißt, die Änderungsrate der Steigung, so g' ist die Steigung und die Ableitung davon ist die Änderungsrate. Also die zweite Ableitung der Funktion selbst. Die ist kleiner 0, ist negativ, ja, wird also immer kleiner. Und daran erkennen wir also rechts gekrümmt, ja, wenn die Funktion, zweite Ableitung, kleiner als 0 ist. Genauso kann man mit links gekrümmt argumentieren. Also ich nehme mal eine andere Funktion h, die sieht so aus. Wie ist das jetzt mit der Steigung der Funktion h? Die Steigung wird beschrieben von der ersten Ableitung. Und die Steigung, die ist am Anfang so wie bei der Funktion f, aber dann wird sie immer steiler. Die Steigung steigt also an, wird größer. Das heißt für die Funktion, wenn ich so entlang fahre, dann fahre ich eigentlich eine Linkskurve, also sie ist links gekrümmt. Ja,
So, links gekrümmt. Was heißt das für die Änderung der Steigung? Also, ich schreibe mir wieder die Steigung hin. Das ist die erste Ableitung von h. Und die Änderungsrate der Steigung ist die Ableitung der Ableitung, also die zweite Ableitung von h. Und die ist jetzt positiv. Ja, die Änderungsrate ist positiv. Das bedeutet, dass die Steigung immer größer wird. Und das bedeutet, dass die Funktion h eben nicht gerade ist, sondern gekrümmt. Und zwar links gekrümmt. H' Strich, also zweite Ableitung, größer als 0. Ja, mit diesem Begriff können wir jetzt das Beispiel von eben nochmal angucken. Dann sehen wir, dass wir hier in diesem Bereich, wenn wir entlang der Funktion fahren, ja im Prinzip immer eine Linkskurve fahren bis zu diesem Punkt ungefähr, hier so. Und dann ändert sich die Funktion in eine Rechtskurve bis ungefähr hier. Also, hier hätten wir also eine Funktion, die links gekrümmt ist. Und hier haben wir eine Funktion, die rechts gekrümmt ist. So, was bedeutet das für die zweite Ableitung von f? Hier haben wir gesagt, okay, die zweite Ableitung bei links gekrümmt ist größer 0. Da die Steigung also am Anfang hier sogar negativ, also klein ist, und dann wird sie immer größer, geht also hier in den positiven Bereich und wird sogar noch immer größer. Im rechtsgekrümmten Bereich, da ist die Steigung am Anfang groß, wird dann immer kleiner, wird 0 und hier wird sie sogar negativ. Also hier ist die zweite Ableitung kleiner 0. Und jetzt können wir genauso argumentieren wie eben. Es gibt also auf jeden Fall hier bei diesem x, na sagen wir mal x4, da gibt es einen Punkt, wo die zweite Ableitung gleich 0 ist. Ja, sofern die zweite Ableitung keine Sprünge macht, so, sondern sich vernünftig verhält, dann gibt es zwischen größer 0 und kleiner 0 auf jeden Fall einen Punkt, wo sie genau 0 ist. Und diesen Punkt, den nennen wir jetzt Wendepunkt. Die zweite Ableitung hilft auch dabei, zu erkennen, ob ein Punkt, der eine Nullstelle der ersten Ableitung hat, auch ein Tiefpunkt oder ein Hochpunkt ist. Weil wenn die Funktion links gekrümmt ist, dann steigt ja die Änderungs-, also die Steigung an. Das bedeutet, wenn hier eine Nullstelle ist, dann ist sie links davon kleiner gewesen als rechts. Das heißt, es ist tatsächlich ein Vorzeichenwechsel von Minus nach Plus. Und wir erkennen also hier einen Tiefpunkt. Ja, wenn die Funktion links gekrümmt ist, dann liegt auf jeden Fall ein Tiefpunkt vor. Ist sie rechts gekrümmt hingegen, in dem Bereich, wo die erste Ableitung gleich 0 ist, dann liegt ein Hochpunkt vor. Wir können also, um zu unterscheiden, ob wir einen Tiefpunkt oder einen Hochpunkt haben, entweder die Nullstellen der ersten Ableitung und ihr Vorzeichenwechsel untersuchen, oder wir überprüfen, ob die Funktion dort, wo die Nullstelle der ersten Ableitung vorliegt, links gekrümmt ist oder rechts gekrümmt. Okay. Schauen wir noch einmal auf einen Spezialfall. Angenommen, wir haben eine Funktion, die ungefähr so aussieht. Das gibt es auch. Dann passiert Folgendes. Wir haben hier einmal einen ganz normalen Hochpunkt, sagen wir mal bei x1.
Da haben wir auf jeden Fall eine Nullstelle der ersten Ableitung. Und wir haben einen Vorzeichenwechsel von positiv nach negativ. Wir könnten auch sagen, f ist rechts gekrümmt. Das heißt, f2' ist kleiner als 0. Ja, und daran erkennen wir eben, dass hier ein Hochpunkt vorliegt. Okay, wie ist es denn jetzt hier? Wenn wir weiter entlang der Funktion laufen, dann gibt es jetzt hier einen Punkt, bei dem die Tangente waagerecht wird. Also wir haben eine Nullstelle der ersten Ableitung, ich sag mal hier bei x2, da soll auch f' gleich 0 sein. Aber die Funktion ist fallend. Wir haben hier also negatives Vorzeichen der ersten Ableitung. Dann wird sie 0 und danach fällt sie weiter. Das heißt, wir haben zwar eine Nullstelle, aber keinen Vorzeichenwechsel. Und in dem Fall liegt kein Hochpunkt oder Tiefpunkt vor, sondern ein sogenannter Sattelpunkt. Wir erkennen aber die Krümmung, die hat tatsächlich eine Änderung. Wir haben also hier rechtsgekrümmte Funktion bis zu einem Punkt ungefähr hier. Dann ist sie links gekrümmt. So, bis hier und dann ist sie wieder rechts gekrümmt. Es liegt also einen Wendepunkt vor und eine Nullstelle der ersten Ableitung. Also erste und zweite Ableitung sind 0. Ein Wendepunkt, der diese Eigenschaft hat, den nennt man einen Sattelpunkt. Gut, das waren erstmal die allgemeinen Zusammenhänge. Ich zeige das jetzt nochmal an einem GeoGebra-Beispiel und im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie das Ganze rechnerisch aussieht. So, ich habe hier meine Funktion vorbereitet. Ich fasse also nochmal die Eigenschaften hier so grob zusammen. Ich habe auf der Funktion f, die hier in dieser grünen Linie gezeigt ist, einen Punkt a. Den kann ich hier so über die Funktion laufen lassen. Und ich lasse mir mal die Tangente in a anzeigen. Ich sehe, die Steigung ist im Moment minus 37,3, die ist also sehr klein im negativen Bereich. Und wenn ich jetzt weiter nach rechts laufe, hier ist sie nur noch minus 17,3. Das heißt, die Steigung der Funktion wächst. So, sie ist aber negativ. Gut, hier wird sie 0 und hier wird sie positiv. Wir haben also eine Nullstelle der ersten Ableitung mit einem Vorzeichenwechsel von minus nach plus. Das bedeutet, dass hier ein Tiefpunkt vorliegt. Hier wächst die Steigung bis ungefähr hier 12,5 so und dann wird sie wieder kleiner, aber sie bleibt positiv bis zu diesem Punkt. Hier ist die Steigung 0 und dann wird sie negativ. Also am Punkt 1, da ist eine Nullstelle der ersten Ableitung mit einem Vorzeichenwechsel von Plus nach Minus, also ein Hochpunkt. So, mal überlegen, wie müsste also die erste Ableitung aussehen? Sie müsste links von dem Bereich, von dem Punkt minus 4 müsste sie negativ sein. Dann müsste sie bis 1 positiv sein und danach wieder negativ. Ich lasse sie mal einzeichnen. Ah ja, das ist diese rote Funktion. Sie ist hier also negativ, hier positiv und hier wieder negativ. Wie ist das mit der Krümmung?
Die Funktion f, ich blende mal die erste Ableitung für einen Moment wieder aus. Ich gehe mal wieder zurück und untersuche hier die Änderung der ersten Ableitung. Die erste Ableitung ändert sich, indem sie immer größer wird. Die Änderungsrate ist also positiv. Überall hier müsste also die Änderungsrate der Änderung oder der Steigung positiv sein. Ab dort, ab 12,5, da sinkt sie wieder. Also hier müsste die Änderungsrate der Steigung negativ sein. Wenn ich also die Änderungsrate der Steigung auftrage, die zweite Ableitung, dann müsste das eine Funktion sein, die ungefähr bis hier positiv ist und ab da negativ. Ich kann sie mal einzeichnen. Genau, also hier positiv bis zu diesem Punkt und da negativ. Hier liegt also ein Wendepunkt vor der Funktion bei x gleich minus 1,5 ungefähr. Ja. Da ändert sich die Funktion von links gekrümmt nach rechts gekrümmt. So, ich zeichne mal nochmal die erste und zweite Ableitung ein, damit man das sehen kann. So, also die Funktion f selbst hat also bei minus 4 einen Tiefpunkt, bei 1 einen Hochpunkt und hier bei der Nullstelle der zweiten Ableitung mit Vorzeichenwechsel einen Wendepunkt. Übrigens, man sieht also hier, da wo die zweite Ableitung eine Nullstelle hat, da hat die erste Ableitung einen Hochpunkt. Ja, kann man kurz mal drüber nachdenken, warum das so ist. Aber das passt sehr gut in das Konzept, wie ich es bisher erklärt habe. Als letztes schauen wir jetzt mal auf ein Beispiel mit Sattelpunkt. Den Sattelpunkt habe ich hier mal eingezeichnet bei i. Und wenn ich hier also jetzt mit der Tangente entlang der Funktion laufe und mir die Steigung anzeigen lasse, dann sehe ich also, die Steigung ist sehr groß und wird kleiner bis zur Nullstelle und danach wird sie negativ. Also wir haben eine Nullstelle der ersten Ableitung mit Vorzeichenwechsel von Plus nach Minus. Das ist ein Hochpunkt. Jetzt wird sie immer kleiner bis zu diesem Punkt hier ungefähr und dann wächst sie wieder an. Ja. Hier ändert sich also das Änderungsverhalten der Steigung. Hier liegt also ein Wendepunkt vor. Okay. An dieser Stelle ist die Funktion links gekrümmt. Die Steigung wächst an. Hier wird sie 0 bei i. Genau. Aber danach wird sie wieder kleiner. Ja. Es liegt hier also ein Wendepunkt vor, eine Nullstelle der zweiten Ableitung. Aber die erste Ableitung, die ändert ihr Vorzeichen nicht. Ne? Sie ist negativ. Hier ist sie überall negativ. 0. Und wieder negativ. Hier ist also eine Nullstelle der ersten Ableitung ohne Vorzeichenwechsel und ein Wendepunkt am gleichen Punkt vereinigt. Und das nennt man einen Sattelpunkt.